Dritte Runde, nee, vierte Runde. Zwei verloren, einen gewonnen. Wie man das in der Arena macht, statistisch müsste ich jetzt noch einen gewinnen. Wenn ich Glück habe, wenn ich Pech habe, geht's gegen Hexer. Hexer ist immer unangenehm, die bomben einem alles weg und dann denkt man sich so, nix auf dem Tisch, was spiele ich denn jetzt? Ich überlege gerade, so ein Paladin wäre natürlich mal wieder schön, die können ja nichts. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wo man Paladin in der Arena spielt. Wenn du da nicht die richtigen Karten siehst, kannst du gleich auf Abbrechen drücken. Schon wieder. Nein, ich hab's so nicht gewollt. Ich hätte es anders gewollt. Ist nicht verkehrt. Der gleiche Kombo wie vorhin. Hätte ich eigentlich wegtraden müssen. Aber manchmal wissen die auch nicht, was sie so machen sollen. Dann. Und mit dem zusammen ist es natürlich schön. Benötigt ihr einen Segen? Dass der nur einen Mana kostet, ist mir ja auch schleierhaft. Aber gut, Blizzard hat ja nicht gesagt, dass sie es balanced gemacht haben. Zumindest hat es denen keiner geglaubt. Sehen wir noch. Der müsste jetzt eigentlich weg. Aber wenn ich irgendwas ausspiele, ist es kaputt. Der könnte überleben, aber der wird dann gleich aufgefressen. Ich könnte natürlich mal den Erntewolle auf den Tisch legen. Das war's. Da wird er dann wahrscheinlich traden, wenn er blöde ist. Wenn er ganz blöde ist, dann den produzierten Erntegolem noch abschießen. Nein. Ärgerlich. Warum kriege ich eigentlich nie die blöden Gegner? So einen, der gar nicht weiß, was er tut. Für so einen klaren Sieg, das wäre auch schön. Benötigt ihr einen Segen? Ja. Wir können also an dieser Stelle sagen, es handelt sich um einen intelligenten Gegner, was die Sache nicht gerade einfacher macht. Gilt nur bei Wildtieren. Was machen wir denn da jetzt? Wir müssen mal ein bisschen abräumen. Bleibt nichts anderes übrig. Jetzt muss er nämlich zwangsweise den Ghoul irgendwie entsorgen. Ist die Frage, ob er da seinen 3-3er für opfert oder ob er da was auf der Hand hat. Dieser Versuch zu traden, so ein bisschen so schätzen, was könnte der andere haben, geht immer nach hinten los. Aber man kann ja manchmal auch recht haben. Ich frage mich, ob... Nächste Runde können wir dann die beiden raushauen. Kriegen wir so eine Karte. Und wenn da einer von stirbt, dann gibt es ja immer ein bisschen Nachschub. Mögen meine Vorfahren. Mit Spott. Ich verrat's niemandem. Sehr ärgerlich. Da hätte ich mir anderes gewünscht. Aber man kriegt ja nie immer das, was man will. Was mich daran erinnert, wo sind eigentlich meine ganzen fiesen Karten? Immer nicht ganz verkehrt. Ist die Frage, wir können den natürlich dagegen schicken. Das wäre ja nicht mal so blöd. Das überlebt er ja. Kann er natürlich gleich abschießen. Den müssen wir nicht zwangsweise, aber man weiß ja nicht, was der so im Deck hat. Den Ghoul, jetzt muss er eigentlich, na gut, das wird natürlich die Heldenfähigkeit nehmen, um den Ghoul kaputt zu machen, aber das rettet natürlich auch meinen Bussard erstmal wieder eine Runde. Oder er macht natürlich arkane Explosion. Das wäre natürlich jetzt ganz unglücklich. Aber dann wäre sie ja auch wieder weg. Man muss ja immer so denken. Selbst wenn du jetzt alles abräumst. Ach, er wollte auch mal einen Erntegolem. Das kommt mir jetzt sehr gelegen. Nun gucken, wie wir den größten Blödsinn anrichten.
Retten wir jetzt den oder retten wir den Vogel? Ich glaube, wir retten lieber den Vogel. Lass die Hunde. Das. Blub. So. Gut, gerettet ist jetzt auch ein relativer Begriff. Muss mal gucken. Der macht ja alles kaputt. Dann hauen wir den einfach ganz feste auf die Schnauze. Mage hat ja einen kleinen Haken. Hat nichts zum Heilen. Höchstens ist es eine Geheimnis mit der 8 Rüstung. Aber die nehmen wenig Leute ins Deck. Ist auch nicht so die Knallerkarte. Ja, das ist eine Option, die kann man machen. Die räumt auch gut ab. Also die Frage, den oder die beiden? Ich glaube, der hängt irgendwie in dem Zauberlehrling so ein bisschen. Ne? Hätte ja schon mehrere Chancen gehabt, den kaputt zu machen, aber es ist auch kein guter Tausch gewesen. Dann lieber nicht. Ne? Man kann dann mal tauschen, aber dann ist man so weit hinten, dass es dann eigentlich auch wieder nicht lohnt. Ich habe ja jetzt auch noch ein paar coole Karten drin, zum Beispiel mein Mehrfachschuss. Müsste ich halt nur mal ziehen. Ah ja, 3 Stück, glaube ich, habe ich gekriegt und in den letzten 2 Spielen keinen davon gezogen. Aber jetzt wäre gut. Ja. Was soll ich nur tun? Ja, spannende Frage. Na, guck mal. Wie bestellt. Jetzt ein bisschen Druck machen. Schießen wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber die 2 Schaden reißen es dann auch nicht raus. Oh, den haben wir natürlich vergessen. Der wird dann wohl den Raptor fressen. Spotter. Mag ich ja nur, wenn ich sie selber spiele. Gut, dann. Das ist ja so eine Sache von Semi-Fair-Traden. Wenn ich Pech habe, haut er mir jetzt einfach noch einen Feuerball drauf. Aber das ist, die Gefahr hat man ja immer. Dann ist der Feuerball aber auch weg. Wenn man gegen normales Constructed Mage Deck spielt, ist ja immer die Regel, erstmal die 2 Schafe rauskriegen und danach kann man mit dem Spiel anfangen. Oh. Buff-Zauber vom Mage, oh, hätte mich jetzt auch gewundert. Feuerball auf mich? Und war jetzt unerwartet. Wahrscheinlich hat er dann noch einen Feuerball auf der Hand. Den hebt er sich dann noch für schöne Tage auf. Ja, das heißt aber, dass ich jetzt auch ein bisschen unter Zugzwang bin. So, der überlebt ja. Lebt wohl. Das war's. Je nachdem, was jetzt kommt. Also mit dem Feuerball nochmal 7 Schaden. Dann nochmal mit dem Ding hinterher pinschen, wären 8. Würde genau passen. Ich denke, das kommt. Oh. Ein bisschen blind in der Gegend rumschießen ist ja auch eine Option. Weil man weiß doch nicht, ob die eigentlich den Feuerball trotzdem haben und einfach mal nur noch so ein bisschen. Ich drücke hier noch mal ein paar Tasten. Ich habe ja eh gewonnen. So ein bisschen Dividenz. Ne? Aber anscheinend hatte er keinen Feuerball. Oder er ist ja dumm. Sieben HP ist jetzt gegen so einen Mage auch jetzt nicht so die ultimative Menge. Aber ich gebe ja immer erst auf, wenn ich tot bin. Vorher macht ja auch keinen Sinn. Hab ja schon mit dem Priesterspiele gewonnen, da hatte ich noch 2 HP. Der andere hat schon mal gut Game geschrieben und hat dann trotzdem noch verloren. Der Priester hat sich halt einfach mal wieder hochgeheilt. Den hier, den! Kann ich Bedarf würfeln?
Oh, das ist natürlich auch schön. Kann ich mir das Angreifen jetzt mal sparen? Ja, schon. Wer weiß, was er angreift. Da träumt er ja auch ab. Wäre auch nicht ganz verkehrt. Was macht der? Zieh eine Karte. Kann ich aber auch eine Karte ziehen. Ich glaube, die Karte nehmen wir uns. Ein bisschen acht. Wie schon gesagt, bin verzweifelt, du alles für Geld. Ich meine, für den Sieg. Dem Spotter haben wir jetzt ja noch so einen ganz kleinen gedanklichen Hintergrund. Der ist natürlich auch das Geheimnis hier. Ist natürlich auch ganz praktisch. Falls er jetzt so ein paar Überraschungen macht. Das war nicht überraschend. Ich glaube, der wartet wirklich noch so auf den Feuerball. Mit dem Motto, gleich kommt er und dann. Aufgepasst! Vier, sechs, acht, zehn. Reicht nicht so ganz. Aber mit dem haben wir natürlich jetzt einen schönen strategischen Vorteil. Ist jetzt die Frage, wenn ich ihm jetzt auf die Schnauze haue, ist er nicht tot, aber ich, das... Wie macht die Sprengfalle? Zwei an allem. Das heißt, ich müsste ihm den nochmal entgegenschicken. Das ist ja schön. Spielen wir wahrscheinlich gleich auch noch. Den müsste ich jetzt auch noch auf zwei runterkriegen, das heißt drei Schaden. Komm, gehen wir immer denen entgegen. So. Wenn er jetzt ein bisschen schlau ist, weiß er, was ich ausgespielt habe. Aber das brauchen wir ja nicht hoffen, ne? So, faires Spiel. Also für mich, weil ich gewinne ja. Sein, es kommt jetzt wirklich noch der Feuerball. Das ist ja dann der Tod. Aber angreifen kann er jetzt nicht mehr. Könnte jetzt noch einen Spotter spielen, aber der dürfte gegen den Achter nicht lange leben. Oh. Stimmt, er hätte ja auch zwei gekriegt. Der hätte ich mal dran denken können. Egal. Na, das Gute siegt. Also ich. So ein paar Fehler mache ich dann doch noch in der Spielweise, aber das kann nicht jeder perfekt spielen.